Ich möchte die Rekursion erklären, anhand eines Beispiels, was man jeden Tag auf dem Weg zur dualen Hochschule sehr gut sehen kann, und zwar Laubbäume. Ich habe hier mal einen Laubbaum und ich möchte mal erklären, wie der Laubbaum seine Äste wachsen lässt. Denn dieses Astwachstum ist einer rekursiven Wachstumsmethode sehr, sehr ähnlich. Also es geht um die Stämme des Laubbaums, also es geht nicht um das Laub, sondern es geht um die Stämme. Ich habe sie hier mal jetzt hervorgehoben und ich möchte mal zeigen, wie das funktioniert. Wir beginnen mit einem Stamm, der vorgegeben wird. Und jetzt wird an diesen Stamm in einer Funktion immer zwei Äste rangesetzt, und zwar nach links ein kleiner Ast im Winkel von ungefähr 45 Grad und nach rechts ein größerer Ast, auch im Winkel von 45 Grad. So, diese Funktion, die wird jetzt jedes Mal für jeden neu entstandenen Stamm erneut aufgerufen. Und das bedeutet, wenn ich mir jetzt mal diesen rechten Ast angucke und ihn als neu entstandenen Stamm betrachte, dann führe ich jetzt die Funktion des Stammwachstums erneut aus. Das heißt, es gibt wieder im Winkel von 45 Grad ein kleiner Ast nach links und im Winkel von 45 Grad ein etwas größerer Ast nach rechts. Die Gesamtgröße der neuen Äste ist allerdings etwas kleiner als die Gesamtgröße von den weißen neuen Ästen, weil jetzt auch der Stamm etwas kleiner war. Und so geht's weiter. Ich habe jetzt auch wieder zwei neue Äste bekommen. Ich mache den mal grün, den rechten neuen Ast. Und erneut führe ich jetzt diese Funktion aus. Ich habe im Winkel von 45 Grad einen kleinen Ast nach links und im Winkel von 45 Grad einen etwas größeren Ast nach rechts. So, und dieses Verfahren könnte ich endlos fortsetzen, aber ich möchte auch noch die linken neuen Stämme nicht übersehen. Das sind ja die, ich habe ja bisher gerade nur in den rechten Stammbereich die Funktion neu angewendet, aber ich habe ja auch diese linken Stämme und die folgen jetzt. Also hier ist mein linker neuer Stamm gewesen und der kriegt auch wieder einen kleinen linken Ast und einen etwas größeren rechten Ast. Und diese beiden Stämme, die gerade neu entstanden sind, werden erneut als Eingabe für die Funktion gesehen, sodass ich wieder einen kleinen linken Ast kriege und einen etwas größeren rechten Ast. Ne? Einen kleinen linken Ast und wieder einen etwas größeren rechten Ast. Und dieses Verfahren kann ich also jetzt durchführen für alle neu entstandenen Stämme, auch die grün gerade neu entstandenen Stämme. Das heißt, es würde sich immer weiter verzweigen, bis es irgendwann so fein wird, dass man eigentlich keine neuen Äste mehr erkennt. Aber das Prinzip ist, glaube ich, hier sehr schön sichtbar. Ich wende ein und die gleiche Funktion, die ist vom Aufbau immer gleich, erneut an. Nur der Input ändert sich, ne? Also die Stammgröße und die Stammposition, die ändert sich. Und je nachdem, wo der Stamm aufhört, setze ich zwei neue Äste ran, immer im gleichen Winkel, immer den linken etwas kleiner und den rechten etwas größer. Und schon bekomme ich eine stammartige Struktur. Und wenn wir in der Computervisualistik die Natur simulieren wollen, zum Beispiel Bäume, verwenden wir tatsächlich diesen rekursiven Aufruf. Ne? Wir rufen also eine Stammwachstumsfunktion immer wieder mit sich selbst auf, mit den gerade neu entstandenen Aststückchen, sodass wir dann einen Baum hinbekommen, weil wir herausgefunden haben, dass wir damit tatsächlich sehr, sehr gut die Natur nachmachen können. In der Softwaretechnik werden Rekursionen nicht so super häufig eingesetzt, weil man das Gefühl hat, ah, man kann eigentlich auch alles iterativ lösen. Aber wir sollten auf jeden Fall uns das mal anschauen, was es genau bedeutet, wenn man sich mal einen Algorithmus anguckt, der rekursiv arbeitet. Ich habe hier mal einen rekursiven und einen iterativen Algorithmus für euch vorbereitet. Zuerst möchte ich mal mich mit
der Iteration beschäftigen. Das ist sozusagen eine ganz normale Vorschleife. Wir gucken uns mal an, wie das funktioniert. Ich habe also hier eine Pseudocode-Funktion, die heißt einfach Sum1. Und diese Funktion Sum1, die bekommt eine Zahl und soll nichts anderes machen, als alle Zahlen bis zu dieser Zahl e zu addieren. Es soll einfach die Summe bilden aus allen Zahlen, die kleiner e sind, inklusive e. Zum Beispiel, wenn ich die Funktion Sum 1 von 5 starten müsste, dann würde da rauskommen 0 plus 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5. Ich glaube, das sind 15, was wir da am Ende rauskriegen. Und diese Funktion funktioniert ziemlich einfach. Wir haben hier eine Summenvariable, diese wird auf 0 gesetzt und dann gehe ich mit einer Vorschleife und einer Zählvariable in i die Zahlen von 0 bis zu meiner Endzahl durch. I wird immer mit einem neuen Zahlenwert belegt und hier in dem Body der Vorschleife habe ich meine Summenvariable, die wird immer um die Zahl i erhöht. Und es fängt also an mit i gleich 0, dann steht hier 0 ist gleich, also die Summe ist gleich 0 plus i, da i 0 ist, bleibt es 0. Dann wird i auf 1 gesetzt, dann steht da also Summe ist gleich, die Summe, die jetzt immer noch 0 ist, plus i gleich 1 und so weiter und so fort. Und wir können also cut diese Vorschleife, die belegt jetzt eine Laufvariable i mit den Zahlen von 0 bis inklusive der Endzahl e. Und wir gehen dann also hier durch und summieren immer auf unsere Summenvariable den gerade aktuellen Wert der Laufvariable auf und geben dann zum Schluss die Summe zurück. Das nennt sich also iteratives Berechnen einer Summe. Ist eigentlich sehr, sehr einfach und nachvollziehbar. Und jetzt möchte ich euch mal zeigen, wie das Ganze ausschaut für eine rekursive Variante. So, diese rekursive Funktion arbeitet jetzt wie folgt. Wir kriegen auch wieder die Zahl e beim Aufruf übergeben. Das ist also in unserem Fall die 5. Und jetzt wird Folgendes gemacht. Wenn die Zahl, die dort übergeben wurde, 0 ist, dann gibt diese 0 zurück. Ansonsten ruft sich diese Funktion selbst erneut auf. Und zwar sehen wir das hier hinten. Da steht nämlich drin, ruf dich mal selbst erneut auf, aber als Argument wird nicht e verwendet, sondern e-1. Und jetzt wird die Funktion einfach erneut gestartet. Wir fangen also wieder hier oben in der ersten Zeile an. Wir gucken, ob wir den aktuellen gerade hereinkommenden Wert der neuen, des neuen Funktionsaufrufes, ob der schon 0 ist. Wenn nicht, dann wird erneut diese Funktion aufgerufen. Und wir sehen, dass bei diesem Aufruf immer geschaut wird, okay, was immer diese Funktion irgendwann mal zurückgibt, wird dann mit dem aktuellen e-Wert addiert. Dadurch, dass das etwas schwerer zu verstehen ist, möchte ich das mal demonstrieren, was da genau passiert. Und zwar, wir fangen mal an mit dem ersten Aufruf. Wir haben hier oben ja schon gesagt, okay, wir wollen in einer Main-Methode unsere Funktion aufrufen mit dem Argument 5. Also geht's los. Wir gucken, ist denn e, was jetzt ja 5 ist, 0? Nein. Also kommen wir hier unten rein. So, hier unten steht return e plus etwas. Und dieses etwas muss jetzt erstmal berechnet werden, bevor dieser return tatsächlich ausgeführt wird. So, und bei der Berechnung von diesem zweiten Term, Sum 2, Klammer auf e-1, wird die Sum 2-Funktion erneut aufgerufen.
Und das ist dann ein rekursiver Aufruf. Jetzt wird aber die SUM2-Funktion nicht erneut mit dem Argument 5 aufgerufen, sondern mit dem Argument 5 minus 1. Und damit mit der Zahl 4. Jetzt wird eine neue SUM2-Funktion gestartet. Es wird wieder geguckt, ist e denn gleich 0? E ist ja jetzt 4, e ist also nicht 0. Also gehen wir wieder hier unten rein. Und es wird erneut der aktuelle e-Wert, der ja 4 ist, addiert mit etwas, was erst noch berechnet werden muss. Und für diese Berechnung wird erneut die SUM2-Funktion aufgerufen. Das ist also der nächste rekursive Aufruf. SUM2 von 4 minus 1 macht dann 3. Und so geht es immer weiter. Wir kommen dann zur Funktion SUM2. Dann kommen wir so zur Funktion SUM1. Zur Funktion SUM2 von 1. Und die SUM-Funktion 2 mit dem Argument 1 macht genau das gleiche wie alle anderen Vorgänger auch. Guckt, wenn e 0 ist, was es nicht ist, weil e ist ja 1, return 0, also in den Sonst-Zweig. Und hier steht jetzt return e plus etwas, was du berechnen musst. Also wird erneut die SUM2-Funktion aufgerufen. Also haben wir hier nochmal SUM2 von 0. So, jetzt wird also die SUM2-Funktion mit dem Wert 0 aufgerufen. E ist 0. Und damit gehen wir in diesen Body und wir returnen die 0. Die 0 returnt jetzt, und wenn wir uns daran erinnern, als wir die SUM2-Funktion mit dem Argument 1 aufgerufen haben, wurde hier unten ja nochmal die SUM2-Funktion mit dem Argument 1 minus 1 aufgerufen. Ne? Und diese Funktion hier returnt jetzt also die 0. Wir sind jetzt in der Funktion SUM2 mit dem Argument 1, das heißt e ist 1. Deswegen wird diese Funktion den Wert zurückgeben, 1 plus 0 und damit 1. Wir kriegen also eine Rückgabe von 1 in die aufgerufene Funktion davor. Das war die SUM2-Funktion mit dem Argument 2. Die SUM2-Funktion mit dem Argument 2 kriegt jetzt also eine 1 zurückgegeben und rechnet dann 2 plus 1. Und das ist dann 3. Also gibt sie zurück 3 zu der davor aufgerufenen Funktion. Diese kriegt also jetzt eine 3 zurückgegeben und berechnet 3 plus 3 macht 6. So, die davor kriegt dann die 6 zurückgegeben und berechnet, weil sie SUM 2 mit dem Argument 4 war, 4 plus 6 und das ergibt 10. Und jetzt kehren wir quasi zu dem allerersten SUM 2 Aufruf zurück und da stand drin, dass e den Wert 5 erhält. Wir haben jetzt rausgekriegt, okay, dieser zweite Term hier, der gibt uns 10, also wird 5 plus 10 gerechnet und das Ergebnis ist 15, was korrekt ist. Und das war ein rekursiver Aufruf. Ihr habt sicherlich gesehen, das ist ein bisschen komplizierter, schwerer nachzuvollziehen als die iterativen Aufrufe und das ist genau der Grund, warum die sehr, sehr wenig in der Praxis verwendet werden.